Das ist ein Clip-Clip. Herr Abgeordneter, Sie haben als Funktionär maßgeblich dazu beigetragen, dass Werner Faymann als Kanzler Geschichte geworden ist. Was hat sich seit dem Abtritt von Werner Faymann geändert? Ja, wir verspüren mit unserem neuen Vorsitzenden und Kanzler Christian Kern eine Aufbruchstimmung. Das heißt, bei den Funktionärinnen und Funktionären ist man wieder motiviert, dementsprechend für die SPÖ aktiv zu sein, Positionen zu vertreten, zu diskutieren. Und das hat dieser Wechsel eindeutig ausgelöst. Was sind die Erwartungen, die nun die SPÖ für die nächsten 2 Jahre hat mit Kanzler Kern? Ganz klar die Positionen der SPÖ für die Zukunft gemeinsam herauszuarbeiten. Für was stehen wir, was wollen wir und was sind dementsprechend unsere Bedingungen auch für eine zukünftige Regierungsverantwortung für Österreich. Was müsste für Sie die Voraussetzung sein, dass Sie persönlich in eine Regierung eintreten? Also der Titel oder die Funktion ist nebensächlich, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, wer ist dementsprechend dann in Regierungsverantwortung? Das heißt, wer ist mein Chef? Wer ist mein Partner gegenüber von der anderen Seite der politischen Parteien? Und was gelingt es in dem Bereich, das man übernehmen soll, auch an klaren Zielen und gemeinsamen Projekten in ein Koalitionsabkommen bzw. Papier unterzubringen? Christian Kern wird von vielen als neue rote Lichtgestalt, manchmal sogar als der rote Messias genannt. Überfordert man da ihn nicht? Er ist für uns tatsächlich der rote Messias, der irrsinnig viel an Positivem ausgelöst hat in der SPÖ, an Motivation und an Aufbruchstimmung. Fakt ist aber, er ist so weit Realist, dass er keine Veranstaltung innerhalb der SPÖ auslässt, um klar kundzutun. Ich alleine bin nichts, wir brauchen uns gegenseitig, wir müssen gemeinsam an unseren Zielen arbeiten, nur dann werden wir erfolgreich sein. Herr Abgeordneter, danke für das Gespräch. Dankeschön.